Was geht ab, meine OZ-Fighter-Hose, und heute werden wir etwas Neues anfangen, sage ich mal. Ihr wolltet auf jeden Fall in der letzten Zeit von mir Gameplay, mehr Gameplay-Videos sehen von Legends. Deswegen dachte ich mir, ey, wisst ihr das, die letzten zwei Seasons im Ranked habe ich nicht gerankt. Dementsprechend wurde ich wieder auf Platz 1 platziert, also Rank 1, nicht Platz 1, sondern Rank 1. Und dann dachte ich mir, mach mal daraus ein Road to Rank 50 Video. Ob wir dann im Endeffekt Rank 50 erreichen oder nicht, also Kampfrang 50 oder nicht, darum geht es mir gar nicht. Ich werde es aber Road to Rank 50 nennen, weil das quasi der höchste Kampfrang ist. Mir geht es nicht um den Platz, sondern um den Kampfrang, sage ich mal. Und dementsprechend wird das aber auch von eurem Feedback leben, Freunde. Wenn euch das im Endeffekt dann gefällt, könnt ihr ganz auf jeden Fall gerne ein Like geben oder mich wissen lassen, wie ihr das Ganze findet. Heißt, es wird PvP Gameplay Videos geben jetzt von nun an, sage ich mal. Kann ich auch unter anderem nutzen, um einen oder den anderen Charakter, besser gesagt, zu showcasen, vielleicht irgendeinen neuen Charakter, wenn ich ihn ziehe. Beispielsweise an dem Tag, an dem ihr das Ganze anseht, wird ein Banner kommen, ein neues Step-Up-Banner mit dem Vater-Sohn Super Saiyan 2 Gohan. Der ist leider nur mit Tickets dann erhältlich, aber wenn ihr das haben werdet, wünsche ich auf jeden Fall viel Glück. Und ihr seht schon, ich tippe hier ein bisschen rum. Ich wollte euch zeigen, ein Grund unter anderem auch, warum ich Legends in letzter Zeit nicht so häufig gespielt habe, beziehungsweise zumindest gerankt habe, ist halt wegen dem hier so. Das Game buggt halt ab und zu die ganze Zeit. So, jetzt bin ich endlich mal wieder drin. Das hat die Sache so, ich glaube, sowas hat sich auch kaum verbessert. Sei es so DCs hier im Menü oder dann im Ranked oder im PvP, sag ich mal. Aber wir gucken einfach mal rein, aber es hat wirklich so eine Sache, die mich dann abschreckt. Jedenfalls, das Banner wird dann live sein, diesen Gohan gibt es dann leider nur durch die Tickets in dem Step-Up. Ich wünsche euch aber sehr viel Glück, falls ihr das sammeln werdet. Ich werde die Tage dort wahrscheinlich auch sammeln. Einen Durchlauf nehme ich vielleicht mit. Oh, gucken wir mal. Jedenfalls, für das heutige Video werden wir dieses Team benutzen mit so einer Testen, Freunde. Und zwar bin ich mir an der Stelle ein bisschen unsicher, ich zeige euch mal meine Ausrüstung vielleicht, falls den einen oder anderen interessiert. Bin ich da ein bisschen unsicher mit dem Bardock. Statt dem Bardock könnte ich vielleicht einen anderen Charakter nehmen, wie zum Beispiel einen Extreme Goku, der an der Stelle für mehr Angriffsschaden sorgen würde durch seine Siehfähigkeit. Mein Bardock ist zwar nur auf Siehfähigkeit, sage ich, auf 2 Sterne, aber ich habe ihn mitgenommen, damit ich da ein bisschen Vielfalt habe, sage ich mal. Falls der Gegner überwiegend blaue Charaktere hat, dann würde ich ja quasi reingehen gegen... Das ist ein Bot, gell? Dann würde ich da quasi Bardock nehmen. Ja, das ist ein Bot hier an der Stelle. Kein Sinn. Naja, Freunde, ich nutze diesen Bot jetzt einfach mal ein bisschen zum Aufwärmen. Ich habe lange kein PvP gespielt. Hauen wir den mal zur Seite. Ich denke, im Schnitt werden so 2-3 Videos oder also 2-3 Kämpfe in dem Video sein. Und falls ihr Feedback habt oder irgendwas anderes haben wollt, könnt ihr mich das gerne wissen lassen. Außerhalb davon gucken wir uns das Ganze jetzt mal an, wie das Ganze verlaufen wird. Und ja, mein Team ist auf jeden Fall nice, so ist nicht. Bin mit dem Team auf jeden Fall auch zufrieden, aber... Ich bin wirklich sehr kalt, also ich habe lange nicht mehr gespielt, aber jetzt hier gegen Bot, also wenn ich gegen einen Bot verliere, dann muss ich mir auf jeden Fall Sorgen machen. Aber ich glaube, das sollten wir auf jeden Fall schaffen. Außerhalb davon, also ich habe ich habe jetzt seit 2 Seasons nicht mehr gespielt, wie gesagt, davor habe ich schon gerankt, es hat auch Spaß gemacht, weil ich meine, wenn man die Charaktere zieht, dann will man mit ihnen auch kämpfen, ja, so ist nicht, ich meine, ziehen alles schön und gut, aber wenn man mit ihnen kämpfen kann, umso geiler, ne? Das ist ja mehr oder weniger Sinn und Zweck dieses Spiels, deswegen will ich auch gerne wieder da ein bisschen mehr reinkommen in die Materie, sag ich mal, ins Kämpfen an sich. Und bin auf jeden Fall drauf geschaut, was hier gleich abgehen wird. Oder beziehungsweise was heißt hier, sondern in den zukünftigen Videos. Wie gesagt, euer Feedback ist auf jeden Fall da an der Stelle gefragt. Und dann musst du auch Rising Rush von heute aktivieren. Macht man das auch mal. Legends Battle Royale habe ich nicht gespielt. Ich habe ein Spiel gemacht, habe ich verloren, weil der Gegner irgendwie, oder ich, oder irgendeiner DC hatte und dann ging das nicht oder irgendwas. Oder das Spiel an sich war übel. Das war nicht so... Das war nicht in Echtzeit, das war übel verbuggt. So, mein, ich tippe auf eine Taste und das hat erst nach einer Sekunde oder so gewirkt. Oder der Gegner war auf einmal links, rechts, keine Ahnung. Es war auf jeden Fall ein bisschen komisch. Ah, der hatte noch einen. Genau. Machen wir das Ganze mal so. Aber. Oh, yeah, yeah, oh, mach mal langsam jetzt. Der Wille ist da vom Bot. Der will hier noch was reißen. Jetzt komm du mal ran, Junge. Mein junger Schüler hier. Komm nur mal ran, dann hauen wir dich zur Seite. Wie gesagt, das war jetzt nur zum Aufwärmen, Freunde. Ich hoffe, wir finden danach richtige Gegner. Und dann gucken wir uns das Ganze mal an, wie das im Nachhinein gleich verlaufen wird. Alles klar, mittlerweile Kampfrang 3. Ich hatte gerade nämlich wieder einen Bot. Und dann habe ich den Kampf gewonnen an der Stelle. Hoffentlich kriege ich mal einen richtigen Gegner jetzt. Jedenfalls, falls ihr Fragen habt, Freunde, wie baut man denn Teams? Das ist wieder ein Scheißbot. Wie baut man denn Teams, Freunde? Ich habe dazu ein Video gemacht, könnt ihr euch gerne abchecken, weil es kommt nicht nur auf die vorderen Charaktere an, sondern auch die, die dahinter sind, Freunde. Die ihre Sehfähigkeiten wirken sich auch auf das Team aus. Und dann mache ich den Kampf mal hier auf schnell und dann sehen wir uns gleich wieder. GG! Und schon sind wir auf Kampfgang 4. Wenn wir mal wirklich einen richtigen Gegner bekommen würden, Freunde, Bidi, das ist ja nett. Weil die Sache ist jetzt die, man nimmt natürlich an, der ist jetzt im... Oh mein Gott, ich bekomme die ganze Zeit nur Bots. Wisst ihr das? Ich glaube, ich muss mich einfach hochkämpfen für den Anfang. Ich hoffe, das passt, wenn ich jetzt
Ich lasse die Aufnahme mal drin. Ich hoffe, das passt, weil ich weiß nicht, ich sitze schon seit Ewigkeiten und will richtige Gegner finden, aber weil ich wahrscheinlich auf Rank 1 bin, bekomme ich halt diese Gegner. Oder beziehungsweise Bots. Woher merke ich, dass es Bots sind, weil die den gleichen Level wie ich haben und keine Ausrüstung gesetzt haben. Und so und so fort. Ah ja, den können, Boy können wir mal auswechseln an der Stelle. Jedenfalls, wie gesagt, es kommt nicht nur immer auf die Charaktere an, die oben sind, sondern die auf der Bank, nenne ich es einfach mal, die machen auch, die, ja, so ihre Siegfähigkeit wirkt sich auf das ganze Team aus. Aber darauf gehe ich in dem Video ganz genau ein, wenn ihr euch das Ganze ansehen wollt, näher. Und deswegen wollte ich halt nicht nur mich auf die drei vorderen begrenzen. Im Endeffekt werde ich die meiste Zeit benutzen, ja, den Goku, Vegeta und den Broly. Aber falls man zum Beispiel gegen einen blauen Charakter kämpfe, oder ich weiß, der Gegner mit zwei blauen Charaktere und so und so fort, dann kann ich auf jeden Fall zum Beispiel auch auf den Bardock jetzt zugreifen, weil ich einen Vorteil hätte. Aber ja, das ist so ein kleiner Test, den gucken, vielleicht lohnt es sich da dennoch mehr, den Raditz vielleicht mit reinzunehmen. Das muss ja einfach das Ganze testen, Freunde. Ihr könnt mich auch gerne wissen lassen, wie eure Teams so an der Stelle aussehen. Mit diesem Team habe ich gerade aktuell sehr viel Spaß. Also ja, jetzt abgesehen davon, wenn wir mal gegen richtige Gegner kämpfen würden. Aber ja, was soll ich machen, was soll ich machen? Ich hoffe, wir bekommen am Ende noch einen richtigen Gegner. Weil das sind eigentlich Bots, das sollten Bots sein auf jeden Fall. Die haben keine Ausrüstung gehabt, die kriegen ihre selbe Kampfpunkte wie ich und so und so fort. Ja, mein Gott, was soll ich machen? Ich meine, das liegt wahrscheinlich an meinem Rank, weil ich da rund wieder auf Rank 1 gestuft wurde. Ah, das ist so geil von Vegeta. Oh, was ist jetzt los? Da machen wir das mal so, bam, und dann bauen wir Palkia mal zur Seite. Dafür, dass ich ihn so oft gezogen habe. Und ja, ich kann verstehen, wenn es dem einen oder anderen jetzt nicht gefällt, dass ich jetzt zwei Aufnahmen von dem Bot drin habe. Entschuldige mich dafür, aber ja, was soll ich machen? Ich bin ja legit die ganze Zeit schon dran, um ehrlich zu sein. Aber ich hoffe, zum letzten Kampf bekommen wir noch einen richtigen Gegner. Ich muss wahrscheinlich schon einen richtigen Kampfrang erreichen, dass wir da auch irgendeinen richtigen Gegner bekommen. Aber fürs erste Video von diesem neuen Format hoffe ich, ihr könnt mir verzeihen. ja, dann nach und nach werden wir auf jeden Fall richtige Gegner bekommen, wenn wir unseren Kampfrang erhöhen und so und so fort. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf, weil die Charaktere auch mal zu spielen, ne? Ich sag ja, ist ja geil, wenn man sie zieht und so und so fort, aber man will mit ihnen auch quasi spielen. Das ist eigentlich der Sinn so in Legends. Und Rank hat mir eigentlich Spaß gemacht, wirklich, es hat mir damals echt Spaß gemacht. So ist nicht, ich habe auch gut und viel gerankt, aber ab einer Zeit wurde es nicht mehr Spaß, sondern Rage. Ich bin die ganze Zeit geraged, nicht nur, weil ich verloren habe, sondern weil ich verloren habe, sei es. Also man verliert auch, wenn man macht ab und zu dumme Fehler und so, aber nicht wegen dem, sondern weil man einfach gemerkt hat, okay, das liegt zum einen wegen der Verbindung, zum anderen, weil der Gegner, ich will nicht sagen, zu overpowered ist, aber seine Charaktere sind halt in einer anderen Dimension oder der abused das und das oder dieses und jenes. Ich will mich im Endeffekt nicht beschweren, es hat alles wirklich seine Berechtigung. Ich habe mir zum Beispiel auch gerne gesidestepped und so fort damals, habe auch das vielleicht abused, sage ich mal, aber ich hatte halt keinen Spaß mehr. Ist jetzt wieder hier ein Bot, das kann's doch nicht sein. Ach, jetzt aber, das kann's doch nicht sein. Wir wollen mal einen richtigen Gegner, let's go. Ich hab jetzt nur Bots. Bin schon Kampfrang 6. Das ist jetzt wieder ein Bot. Was? Was? Freunde, mittlerweile, keine Ahnung, ich nehme das jetzt auch einfach als Aufnahme. Ich bin jetzt übel lang dran, ich bin jetzt mittlerweile Kampfrang 7 und das ist jetzt wieder ein Bot. Aber GG, was soll ich machen, was soll ich machen? Ich weiß jetzt nicht, aber ihr könnt mich gerne eben ihr wissen lassen, wie ihr das Ganze haben wollt. Wollt ihr, dass ich quasi vielleicht mal offscreen ein wenig weiter ranke? Ich habe das jetzt nicht eingeplant, um ehrlich zu sein. Dass ich ein wenig weiter ranke, bis ich einen Kampfrang erreiche, indem ich dann quasi wirkliche Gegner treffe. Oder sagt ihr, nee, weißt du was, halt einfach drauf, überspring ein, zwei Mal ein paar Bots. Und wenn im Endeffekt, weil ich nehme jetzt seit 25 Minuten auf, und wenn im Endeffekt dann nur Bots da sind, ist auch nicht schlimm, dann nähern wir uns quasi in den nächsten Videos dran. Also da könnt ihr ruhig ehrlich sein, wenn ihr sagt, nee, Digga, setz dich hin und guck, dass du da richtige Kämpfe bekommst, dann mache ich das auch, deswegen. Aber mal sorry, dass es jetzt so verlaufen ist, ich habe das echt nicht eingeplant. Ich dachte schon, dass wir Gegner bekommen. Auch wenn ich jetzt zurückgestuft wurde, ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht, weil mein Kampfrang oder meine Kampfpunkte oder mein Team einfach zu hoch ist.
und es in dem Level keine Gegner gibt oder an sich wahrscheinlich gar keine mehr gibt, die so low noch eingestuft sind. Weiß ich nicht, Freunde. Jedenfalls lasst uns das als letztes Video hier nehmen oder beziehungsweise als letzten Kampf und dann ist euer Feedback auf jeden Fall gefragt. Mein Teamsetup sah so aus, vielleicht hat es den einen oder anderen geholfen. Wie gesagt, ich bin mir noch unsicher wegen Bardock, der ist bei mir nur auf 2 Sterne. Wäre der 3 Sterne oder irgendwas anderes, dann würde ich ihn auf jeden Fall nehmen. Aber obwohl der Extreme Goku auch nicht schlecht ist, er gibt dann auch an der Stelle jetzt, so wie er jetzt ist, bei Mr., glaube ich, auf 5 Sterne, glaube ich, mehr auf Schlagkraft des Saints. Aber mit Bardock habe ich halt einen grünen Charakter, auf den ich dann zurückgreifen kann in zur Not. Aber ja, ob so oder so, Freunde, jetzt, was haben wir erreicht im Endeffekt? 18 Charakter, K.O. besiegt, Kampfrang 8, 9 sogar, seht ihr sogar 9 an der Stelle. Dann lasst uns das Ganze hier beenden. Wie gesagt, ich hoffe, das Ganze hat euch dennoch gefallen. Feedback ist gefragt, nur in die Kommentare mit euch. Und wir sehen uns dann hoffentlich das nächste Mal. Macht's gut, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be.